Es ist faszinierend, wenn man vom heutigen Zeitpunkt ein Jahr zurückschaut, zurückblickt, mit welchen Baustellen man zu kämpfen hatte, die heute eigentlich total unrelevant sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es in einem Jahr wieder ähnlich aussehen wird, dass ich dann auf heute zurückblicke und die Baustellen, die ich heute habe oder die Dinge, mit denen ich heute zu kämpfen habe, dann einfach einem fast schon lächerlich erscheinen. Herzlich willkommen zu einem brandneuen Interview. Ich habe hier den lieben Riad mit dabei aus Hamburg. Der liebe Riad ist Teilnehmer bei uns in der Social Media Agentur Academy und begeistert mit seinen relativ zügigen Erfolgen, die er hatte und seinem Biss, seinem Willen, seiner Disziplin durchzuziehen und dran zu bleiben. Jetzt arbeiten wir mittlerweile, ja, man kann sagen, ein ganzes Jahr zusammen, ein bisschen mehr sogar. Und würden in diesem Interview die Story von Riad beleuchten und wie Riad das als wirklich kompletter Quereinsteiger, der davor in der Pflege tätig war, es geschafft hat, sich seine eigene Agentur aufzubauen und damit Vollzeit zu leben und sich sein Leben frei zu gestalten. Und der Riad wird uns da spannende Einblicke gleich geben. Deshalb, Riad, starte doch gerne mit einer kurzen Vorstellung. Wer bist du und was hast du gemacht, bevor du uns kennengelernt hast? Erstmal hallo, danke für die Einladung zum Interview. Ich bin 31 Jahre alt, wohne in Hamburg. Was habe ich vorher gemacht? Also ich habe so ziemlich ganz viele Branchen durch, sag ich mal, um das kurz zu fassen. Ein paar Stichworte. Abi gemacht, ich war im Vertrieb, ich war bei der Bundeswehr, lange in der Gastronomie, in der Pflege, wie du schon erwähnt hast. Genau, ich habe dann irgendwann eine Vermittlungsagentur gegründet für die Pflege, um Arbeitskräfte zu verleihen, mehr oder weniger. Hat sich dann nicht ganz so gut entwickelt, weil, ich sag mal, der deutsche Staat hat versucht, alle Vermittlungen eher in ein Verhältnis von der Zeitarbeit zu drücken. So. Dementsprechend hat mein Geschäftsmodell nicht mehr ganz so gut gepasst. Ich musste mir Alternativen suchen, habe dann wieder in der Gastronomie nebenbei angefangen zu arbeiten, halt aus finanziellen Gründen. Und dann kam Corona. Den Job habe ich verloren. Mit der Vermittlungsagentur ging das auch immer weiter bergab. Und dann bin ich auf euch gestoßen. So. Und durch euren Lehrgang, muss ich sagen, habe ich dann auch neuen Lebensmut gefasst. Das war eigentlich zum richtigen Zeitpunkt genau das Richtige für mich. Und das hat einfach den lange nötigen Umschwung in meinem Denken hervorgebracht. Euer Coaching. Danke dir für die Blumen schon mal an der Stelle. Du warst ja bei uns im Online-Seminar, hast es dir angeguckt, hast gerade schon gesagt, neuen Lebensmut gefasst und dann gesagt, du möchtest durchstarten. Was hast du dir am Anfang erwartet? Ich hatte eine hohe Erwartungshaltung an mich selbst. Vor allen Dingen dadurch, dass ich mit meinem bisherigen Leben sehr unzufrieden war. Und an das Coaching hatte ich auch gewisse Erwartungen. Um das mal zu thematisieren, also ich war schon vorher kurz davor, andere Coachings wahrzunehmen, habe dann aber immer wieder Abstand davon genommen, einfach aus dem Grund, weil da eine gewisse, ich sag mal, Unsicherheit gegenüber den ganzen Versprechen war. So, und am Ende des Tages kann ich einfach nur sagen, dass ich glücklich bin und trotzdem dann, also trotzdem eingestiegen zu sein und mit euch eben den Weg zu gehen. Also, obwohl ich eben da so eine gewisse Skepsis hatte, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass viele Leute in euren Launches oder dass sie da einfach aus Sicherheitsgründen für sich selbst oder ja, nicht ihre Komfortzone verlassen möchten. Aber ich kann jeden einfach nur dazu ermutigen. Also, wenn man selber ein gewisses Maß an Motivation mitbringt und auch, ich sag mal, ein bisschen Disziplin, sich selber und seinen Lebensstandard zu erhöhen, dann ist es mit euch auf jeden Fall ein guter Weg, den man gehen kann. Jo. Bevor wir den Weg beleuchten, den du gegangen bist, um jetzt dorthin zu kommen, wo du jetzt gerade stehst, kannst du mal deine Erfolge so ein bisschen rekapitulieren? Was hast du alles geschafft, in welchen Zeiträumen an Kunden zu gewinnen, an Umsatz tatsächlich auch zu verbuchen? Was hat sich da
auch Positives in deinem Leben getan? Also mal so das mal kurz anzustreichen und dann würde ich gern von dort den Weg gehen, den du gegangen bist mit allen Höhen und Tiefen, um dorthin zu kommen. Jawohl. Vor rund einem Jahr habe ich mit euch angefangen. Die ersten 4 Wochen habe ich mir wirklich die Zeit genommen, um euren Kurs durchzuarbeiten. Hoch und runter. Muss ich ganz ehrlich sagen, beim ersten Mal habe ich mehr oder weniger das oberflächlich durchgeflogen. So, und dann ein zweites Mal aber auch konkret durchgearbeitet und ein drittes Mal durchgearbeitet. Das hat mir diese Sicherheit gegeben, um dann auch wirklich tatsächlich mit dem Kunden überhaupt zu kommunizieren und auch wirklich ja, einen gewissen Expertenstatus dann einzunehmen. So, die ersten 4 Wochen nur wirklich, wobei die 4. Woche habe ich schon angefangen zu telefonieren, aber dann nach 5 Wochen habe ich meinen ersten Kunden dann gewinnen können für die Mitarbeitergewinnung. Ich glaube, er hatte 4 Vakanzen oder 3 Vakanzen Hilfskräfte, die er gesucht hat in der Pflege. Und die konnten wir innerhalb von einem Monat alle abdecken. Sodass wir dann auch in eine, ich sag mal, 3-monatige Kooperation reingegangen sind, weil er noch andere Vakanzen für andere Betriebe frei hatte. So, das war der erste Kunde. Und dann hat sich das eigentlich, dann ist es so ein bisschen, ich sag mal, stagniert. Ich glaube, einen zweiten Kunden habe ich dann auch noch im Dezember letzten Jahres dazu gewinnen können. Bis es dann, ich glaube, im Februar diesen Jahres ist es dann wirklich, ja, ich sag mal, explodiert. Da sind dann einer nach dem anderen Kunden dazugekommen. Ich glaube, ich war da auf 7 Kunden oder auf 8 Kunden insgesamt. Bin dann sogar an meine Grenzen gestoßen von meinen Kapazitäten her. Leider habe ich den Vertrieb dann auch ein bisschen schleifen lassen, eben weil ich dann im Fulfillment drin war. Sodass es da auch ein paar, ja, ein bisschen Leerlauf hinterher gab, bis ich dann wieder ordentlich in den Vertrieb eingestiegen bin. Das sind aber alles Erfahrungen, die ich machen musste. Davon bin ich heute ganz fest überzeugt. Das gehört da alles mit dazu. Und heute hat sich das so mehr oder weniger eingependelt, dass ich Minimum 5.000 Umsatz im Monat hatte. Chronologisch, das wäre vielleicht auch nochmal interessant. Dann im Februar, ich glaube im März, habe ich dann die 10.000 Euro Grenze geknackt, euren Award auch erhalten. Genau. So, und der aktuelle Stand ist, wie gesagt, dass ich zwischen 5.000 bis 8.000 so im Monat an Umsatz habe, davon eigentlich ganz gut leben kann. Und jetzt im aktuellen Stand bin ich drauf und dran oder beziehungsweise jetzt das Ziel, was ich jetzt verfolge, ist eben der Sprung von dem Selbstständigen, das neue Hamsterrad, in dem ich mich befinde, hin zum Unternehmer zu machen. Sprich, ja, Prozesse automatisieren, systematisieren, Leute finden, die auch wirklich meiner Unternehmensphilosophie entsprechen und ja, den Vertrieb ein bisschen größer aufbauen, sodass da halt auch mehr Umsätze reinkommen und hochskaliert werden kann. Ja, als du bei uns gestartet bist, ich erinnere mich, hast du mir auf Kreta, du warst ja mit uns auf der Mastermind, erzählt, dass du ja auch eine gewisse Deadline hattest, in der du etwas schaffen musstest. Ansonsten müsstest du dich wieder um den Job kümmern. Kannst du darauf nochmal so ein bisschen eingehen, wie das aussah und wie dich das dann auch motiviert hat, richtig Gas zu geben? Ich habe tatsächlich mein letztes Erspartes rein investiert, neuer Coaching. Also ja, es war, wie kann ich das am besten, um ehrlich zu sein, es war eine schwere Zeit und auch eine schwere Entscheidung. Und Nick, nochmal, bevor ich die Frage verfehle, stell die Frage bitte nochmal. Also kurz für jeden, der zuhört, der Giat schreibt auch Poetry Slams, ja, also der Giat ist wirklich begnadet, was seine Sprache angeht und vor allem auch seine Schrift. Er hat mir ein paar Poetries vorgelesen, als wir irgendwie bis um 7 Uhr morgens wach waren, gemeinsam als Einzige auf Kreta in der Villa, das war richtig cool. Die Frage war die, ich erinnere mich, dass du mir erzählt hast, dass du arbeitslos warst und dass du auch nur einen gewissen Zeitraum hattest,
in dem etwas passieren musste. Ansonsten hättest du dich um eine Alternative kümmern müssen. Na, also, und da würde ich gerne so ein bisschen darauf eingehen, wie da die Situation aussah, dass du uns ein bisschen das Bild malst und wie du damit umgegangen bist, wie dich das auch angetrieben hat, wirklich was zu verändern und zu tun. Weil in solchen Situationen, das sind so richtige Make-it-or-break-it-Situationen, in denen du dann halt siehst, aus welchem Holz jemand geschnitzt ist. Na, ob jemand einfach das Handtuch schmeißt, morgens nicht aus dem Bett kommt, nass gebadet ist, voller Schweiß und sich denkt, okay, ich suche mir jetzt einfach einen sicheren Job. Oder ob er sagt, ganz ehrlich, das ist jetzt meine Chance, it's time to play. Du merkst schon, das hat einen sehr emotionalen Aspekt bei mir. Ganz einfach aus dem Grund, weil mir das sehr viel Stress bereitet hat. Das hat mir einfach diese unangenehme finanzielle Situation hat Probleme bereitet, hat Schulden verursacht und. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, hopp oder top, jetzt oder gar nicht. Und das Ausschlaggebende war eigentlich, als ich dann meinen Job in der Gastronomie, den ich nebenbei geführt habe, verloren habe, habe ich mir geschworen, dass ich nie wieder für jemanden arbeiten möchte. Ganz einfach aus dem Grund, weil meine Leistung beziehungsweise meine Arbeitsmoral nie wirklich anerkannt wurde. Es hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass da auch nicht genug Wertschätzung von dem Arbeit oder allgemein von Arbeitgebern entgegengebracht wurde. Ich wurde da auch so ein bisschen, ja, mit leeren Versprechungen alleine stehen lassen, also bezüglich Beförderung und so weiter, dass man da eine leitende Position bald aufnehmen sollte, im Anschluss dann die Kündigung. Es war ein emotionales Chaos und ich muss gestehen, dass es eigentlich auch die härteste Zeit war. Vor allen Dingen auch dann der Jahreswechsel, wo es dann, ja, darum ging, die ersten Zahlungen ans Finanzamt zu tätigen und da ist nicht ganz so, ja, rosig aussah, sag ich mal. Aber das war ja auch im Endeffekt meine eigene Entscheidung. Ich habe mich ja bewusst mit dem Rücken an die Wand gestellt, weil ich habe am Anfang nicht ein Kleingewerbe oder irgendwie sowas gegründet, sondern direkt ein Einzelunternehmen und mir gesagt, hey, ich arbeite B2B und es ist von Vorteil, wenn ich Umsatzsteuer aufführen und einnehmen kann. Und das aus diversen Gründen und auch eben, weil ich mich in einer, ich sag mal, selber auch in einer Druckposition stellen wollte, habe ich dann gesagt, nein, ich gehe den Weg ganz oder gar nicht. Genau. Ich hoffe, ich konnte die Frage hiermit dann beantworten. du hast auf jeden Fall das Bild gut gemalt. Du hast gesagt, ganz oder gar nicht. Und wie hast du es hingekriegt, dann die Performance für dich auf die Straße zu bringen in relativ kurzer Zeit? Also was hat dir dabei geholfen? Was hat dich beflügelt? Was hat dich da auch einfach motiviert gehalten? Der Ansporn, etwas aus meinem Leben zu machen und vor allen Dingen auch meine Wünsche und Ziele mir selbst erfüllen zu können. Und die gewisse Freiheit, die ich vorher in meinem Leben nicht genießen konnte. Man war ja immer irgendwo ein bisschen gebunden und abhängig von jemandem. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt total frei bin. Das ist nicht der Fall. In diesem Prozess befinde ich mich, der nebenbei gesagt auch sehr viel Spaß macht, muss ich ganz ehrlich gestehen, an sich selber und an den Aufgaben zu wachsen. Ja. Cool. Danke dir dafür. Wenn, jetzt gehen wir mal rein. Also du hast es geschafft, dir ein solides Einkommen aufzubauen, 5.000 bis 8.000 Euro, die reinkommen bei dir. Du hast jetzt gerade einen großen Auftrag abgeschlossen, 12 Monate Begleitung, wo du, ich glaube, 15.000 Euro für kriegst. Was richtig cool ist, du hast dich darauf fokussiert, den ambulanten Pflegediensten, Pflegeeinrichtungen und so weiter zu helfen, die halt eben Mitarbeiter gewinnen wollen, was sensationell ist für dich. Also das ist wirklich das, was, wenn wir ja davon reden, wie du starten sollst, dann sagen wir ja immer, hey, such dir eine Branche aus, in der du dich auskennst. Und du hast genau das gemacht, eine Branche ausgesucht, in der du dich auskennst, bist dort reingegangen, konntest dementsprechend schon mal ein bisschen einfacher auch deren Sprache sprechen und die dann natürlich auch überzeugen. Jetzt ist natürlich ein spannender Faktor, dass für viele ist es gar nicht greifbar, dass es möglich ist, dass ein Unternehmen
einem bereit ist, 1.500 bis 4.000 Euro und auch mehr zu bezahlen dafür, dass man für die Social Media Marketing betreibt. Ja, wie war es für dich am Anfang? Wie bist du damit umgegangen, dass du das zum ersten Mal machst als Quereinsteiger, gerade erst einen Kurs absolviert hast bzw. umgesetzt hast und natürlich noch keine praktische Erfahrung gesammelt hast, und jetzt hinzugehen, zu sagen, bam, ich kriege das für dich hin und ich werde Summe X dafür nehmen, obwohl du in diesem Moment ja eigentlich nur darauf vertraust, dass das, was wir sagen, der Wahrheit entspricht, weil was anderes hast du ja selber noch nicht gesehen oder gemacht. Ich denke mal, wie für jeden ist der Anfang der schwerste. Als ich mich aber auf diese Reise begeben habe, täglich mit potenziellen Kunden zu sprechen, habe ich ganz schnell festgestellt, dass der Wert, den ich liefere, viel, viel, oder der Outcome einfach viel höher ist als das, was ich fordere. Meinen ersten Kunden habe ich auf 800 Euro monatlich, glaube ich, auch nur abgeschlossen und 800 Euro Werbebudget. Der hat aber einen Mehrwert daraus bekommen, der zehnfach mindestens war. So. Und da ist mir auch klar geworden, dass den Mehrwert, den ich meinen Kunden liefern kann, dass er auch wirklich nicht zu beziffern ist mit ja eben einem dreistelligen Betrag. So, und da ist dieser Umschwung dann reingekommen, wo ich mir selber gesagt habe, hey, mein eigener Wert ist viel höher als das, was ich bis dato nehme, und in Begleitung von euch, vor allen Dingen auch durch Patrick Windolf, der mir da vom Mindset her und auch vom Pricing her gut weitergeholfen hat, dass ich da auch wirklich mit Überzeugung dahinter stehen kann und auch diese Preise aufrufen darf, weil das ist einem oftmals gar nicht bewusst. Im Endeffekt stelle ich mir heute immer einfach nur die Frage, was ist der Effort, den man reinsteckt, und was ist der Outcome? Ganz einfach. Und anhand dessen kann man dann eben auch einen erhöhten Preis dann fordern, weil eben der Outcome, wenn der Outcome dann auch tatsächlich höher ist als das, was man investiert. Ja, und als ich kann mich noch erinnern, da warst du im Call drin, hast die ersten Anzeigen geschalten, irgendwie für knapp 5 Euro oder so die Leads generiert und hast mich gefragt, wie du es noch günstiger hinkriegst. Dann habe ich gesagt, du, also das ist ein sensationelles Ergebnis, was du da gerade erzielst. Das habe ich nicht mal bei meinem Pflegekunden, ja, dass wir solche Leadpreise da gerade haben. Da kannst du happy sein, das ist alles super. Und kannst du da so ein bisschen die Transformation beschreiben? Einfach, wenn du jetzt zusammenfasst, wenn du dieses ja, Revue passieren lässt. Was hat sich bei dir alles tatsächlich transformiert? Wie stehst du jetzt da im Vergleich zu einem Jahr? Und wie guckst du, sage ich mal, für dich jetzt auch gerade auf die Gegenwart, aber auch in die Zukunft? Das Thema hatte ich gerade gestern mit meinem Bruder. Es ist faszinierend, wenn man vom heutigen Zeitpunkt ein Jahr zurückblickt, mit welchen Baustellen man zu kämpfen hatte, die heute eigentlich total unrelevant sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es in einem Jahr wieder ähnlich aussehen wird, dass ich dann auf heute zurückblicke und die Baustellen, die ich heute habe, oder die Dinge, mit denen ich heute zu kämpfen habe, dann einfach einem fast schon lächerlich erscheinen. Zu der Entwicklung kann ich aber sagen, oder ich würde das eher in Teilbereiche splitten. Wenn ich jetzt nur vom technischen Aspekt ausgehe, den ihr uns dabei gebracht habt, habe ich einen Riesensprung gemacht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Technikaffinste vorher war. Ein paar Grundkenntnisse schon. Also ich wusste schon, was ein Browser ist und ähnliches. Da fühle ich mich aber heutzutage extrem sicher. Und diese Sicherheit habe ich halt eben durch die einzelnen Module, die er da im Detail anbietet. Beziehungsweise auch einen riesen Mehrwert auch rausgeholt aus der Masterclass, die ich dann im Anschluss auch noch gekauft habe, nach den 8 Wochen Programm mit euch. Ja, das war der technische Aspekt, da habe ich einen Riesensprung in der Sicherheit allgemein gemacht. Ich würde dann nochmal sagen, so das Auftreten allgemein, auch im Privatleben, da habe ich mich stark verändert, da habe ich auch positive Resonanz aus dem Freundeskreis bekommen. Genau, also ich würde sagen, dass ich um einiges sicherer in meinem Auftreten geworden bin im Allgemeinen.
Also, dass ich da auf jeden Fall einen Riesensprung gemacht habe, was das Selbstbewusstsein angeht, was das Selbstwertgefühl angeht, was die Selbstliebe angeht. Also, das sind alles so ganz wichtige Themen, die ich in den letzten 12 Monaten mit mir ausgemacht habe. Durch eure Hilfe auch teilweise. Und auch, muss ich sagen, die Gäste, die ihr dazu geholt habt, die haben da auch einen Riesenanteil daran. Sei es ein Kemkes, sei es ein Tobias. Ja, also genau. Kannst du einmal für jemanden, der sich das gerade anguckt, beschreiben, wie es ist, Teilnehmer bei uns zu sein? Also wie fühlt es sich an, die Entscheidung zu treffen, eben Teilnehmer von unserem Mentoring zu werden? Von meiner Warte aus kann ich sagen, ihr seid ja nun mal, zumindest du und Erik, seid ja nun mal einen Ticken jünger als ich. Und das war eine kleine Herausforderung, sich erstmal bewusst zu machen, von um einiges jüngeren Menschen zu lernen. Aber mir ist ganz schnell bewusst geworden, dass, obwohl ihr halt deutlich jünger seid als ich, dass ihr an einem Punkt seid, zu dem ich auch möchte. Und ich durfte früh lernen, dass man sich an, oder beziehungsweise wenn man erfolgreich werden möchte, sollte man sich lieber an die halten, die halt schon da sind, wo man selber halt auch hin möchte. Und da an sich ist die Stimmung in den Coachings freundschaftlich, muss ich sagen. Also ich habe euch jetzt auch persönlich kennenlernen dürfen, also viele andere nicht, aber selbst wenn das nicht gewesen ist oder auch die Zeit vorher, bevor ich euch kennengelernt habe, war da immer ein sehr freundschaftliches Verhältnis, ganz einfach aus dem Grund, weil ich hatte immer das Gefühl, dass du mit mir sprichst, als wenn wir Freunde wären, weil ganz einfach aus dem Grund, ich bin nun mal eine ehrliche und sehr direkte Haut, du auch, und du hast ab und zu warst du halt schon so ehrlich, also ich habe dir gewisse Fragen gestellt, die du halt so ehrlich beantwortet hast, dass es schon fast schon wehgetan hat. So, und das finde ich gut, weil das einem auch einfach nur aufzeigt, mit was für einem Engagement und was für eine Authentizität ihr dahinter steht. Genau. Cool. Freut mich, dass es so positiv ankommt. Das heißt, du kannst, also das Gefühl im Prinzip ist, ne, freundschaftlich hast du es beschrieben, dass du sagst, okay, dass wir unsere Teilnehmer ernst nehmen und mit denen gemeinsam, also wirklich ein großes Interesse daran haben, dass die vorankommen und dementsprechend da auch, ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht gut zusammenfassen, so gut, wie du es gerade gesagt hast. Ich finde es eine schöne Beschreibung, was das angeht. Ja, das ist auch das, also ist das Ziel, was wir verfolgen, dass wir eine tolle Stimmung einfach schaffen in der Community. Ja, und das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen für Connections sorgen. Wir wollen Leben positiv verändern und Menschen zusammenbringen, die, egal wo sie sind oder wo sie stehen, einfach gemeinsam etwas in ihrem Leben verändern möchten und sie dann mit offenen Armen willkommen heißen und da was tun, da was machen. Du warst ja jetzt auch bei uns auf der Mastermind mit dabei. Das hast du ja gerade angesprochen, bevor du uns persönlich kennengelernt hast. Die erste Mastermind seit Februar 2020. Ja, da waren wir zuletzt in Porto. Jetzt waren wir im Juli 2021 waren wir auf Kreta. Du warst einer der Teilnehmer, was mich riesig gefreut hat, dass du mitgekommen bist. Ja, kannst du mal so die Mastermind für dich ein bisschen Revue passieren lassen, was da so alles ging, was da war, wie du es empfunden hast, wie du es fandest? Direkt nach der Auftaktveranstaltung hat man schon ein leicht familiäres Gefühl gehabt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ihr seid sehr nahbar gewesen und vor allen Dingen auch nicht irgendwie dieses typische, ich würde sagen, das hatte nicht diesen typischen Lehrcharakter in dem Sinne, als dass ihr euch nach vorne stellt und sagt, hey, wir haben schon geschafft, ihr wollt es auch schaffen, jetzt müsst ihr euch an uns halten. So war es auf gar keinen Fall. Vor allen Dingen durch die Einzelsessions, wo man wirklich eins zu eins mit den Coaches dann arbeiten konnte, die haben einen riesigen Mehrwert rausgegeben. Und das
sage ich nicht nur ich, sondern alle Teilnehmer, weil man einfach in 1-zu-1-Gesprächen viel mehr auf Details eingehen kann, die wirklich entscheidend sind und die man auch wirklich nicht unbedingt in den Live-Calls besprechen kann oder auch nicht unbedingt sollte. Also es gab da einige Themen, die für mich auch Priorität hatten, die ich aber nicht in einem Live-Call ansprechen würde. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und auch die private Zeit dann mit euch, wo man euch dann auch Löcher in den Bauch fragen durfte, hat mir sehr viel Freude bereitet. Aber das Allerwichtigste ist einfach, dass ich für mich den positiven Mehrwert rausnehmen konnte, dass ich eigentlich, ich sag mal, im Mindset oder mental oder vom Selbstbewusstsein her gar nicht so weit war, wie ich das selber geglaubt habe. Und das war eigentlich das wichtigste Learning für mich, dass ich mich quasi nochmal ein paar Schritte zurückgehen muss und aus einer gewissen anderen Perspektive einige Dinge betrachten sollte. So ein bisschen outside the box denken. Und nach der Mastermind habe ich auch strukturell und auch privat einiges in meinem Leben verändert und es entwickelt sich immer mehr in die richtige Richtung. Und am Ende des Tages kann ich sagen, also im Sommer die Mastermind war eigentlich genau die richtige Entscheidung und hat mich in meinen Prozessen einfach nur weitergebracht. Cool, das freut mich. Du hast vorhin schon angesprochen, was dein Ziel ist. Dein Ziel ist es jetzt im Prinzip, die nächste Stufe zu gehen und zwar vom Einzelkämpfer, der Gas gibt, zum Unternehmer zu werden. Also, dass du Prozesse aufbaust, strukturierst, dass du dir Unterstützung holst in Form von Mitarbeitern, Freiberuflern, wie auch immer. Und deshalb, wo siehst du dich in einem Jahr von jetzt? In einem Jahr sehe ich mich in einem 150 Quadratmeter Büro mit 10 Mitarbeitern und glücklich. Um das mal ganz kurz zu fassen. Sehr cool. Was möchtest du an Kunden haben? Was möchtet ihr da umsetzen, abwickeln? Was wollt ihr für einen Umsatz fahren? Ich weiß nicht, ob, also zu hoch gegriffen ist das nicht. Bis Ende 2022 möchte ich die Millionenmarke geknackt haben. An Umsatz. Ja. Ist auf jeden Fall machbar. Mehr als machbar. Das kriegst du auch definitiv hin. Da geht einiges. Cool. Sehr spannend. Dann sind wir gespannt, Giert, ob wir uns in einem Jahr von heute unterhalten und dann nochmal darauf zurückblicken und uns anschauen, was ist daraus geworden. Wie weit hast du es geschafft? Welche Transformation ist dann passiert? Bis dahin bedanke ich mich vielmals für deine Insights, für deine Offenheit, für deine Motivation, die du hier mitgegeben hast an alle diejenigen, die entweder schon bei uns im Programm dabei sind oder diejenigen, die noch überlegen, mit dabei zu sein. Und würde dir das Schlusswort überlassen, falls du noch eine Message hast an diejenigen, die sich das Ganze angucken. Schlusswort. Das, was ich allen sagen möchte, ist, bringt Motivation, bringt Beharrlichkeit mit und dann seid ihr bei den Jungs genau an der richtigen Adresse. Denn selbst wenn ihr noch ein paar Defizite bezüglich der Motivation oder dem Mindset habt, die können euch da auf die richtige Spur bringen, auf jeden Fall. Man muss einfach nur ein bisschen was erreichen wollen und ich sag mal, die Motivation haben, sich ein besseres Leben zu schaffen, als man gerade führt. Und hier hat man einfach, es ist wie eine große Abkürzung, die man gehen kann. Man kann sich die ganzen Sachen auch selber aneignen, in viel Recherche und Kleinarbeit über einen langen Zeitraum. Aber wenn man eben die Abkürzung oder den Booster haben will, dann sollte man auf jeden Fall mit den Jungs zusammenarbeiten, um sich selber ein besseres Leben zu schaffen. Danke dir, Riyad. Das war das Wort zum Montag. Richtig. Und an der Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.